Hallo und schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Folge Darksiders 2. In der letzten Folge hatten wir uns ja ein bisschen im Dämonenreich umgeschaut und sind ein bisschen in der Zeit hin und her gereist. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen können. Vor allen Dingen auch, um an die Seite des Buchs der Toten da hinten zu kommen. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ah, da ist so ein Portal. Ich weiß noch nicht, ob wir da jetzt hier... rankommen. Doch, wir kommen daran. Sehr schön. Dann können wir darüber spazieren. Das ist doch hervorragend. Zack. Hallo, du liebe Seite. Du gehörst jetzt mir. So. Dann. In der jetzigen Zeit können wir da rüber, da hoch. Ich will noch mal kurz gucken, wie das hier aussah. Da rennt dort noch ein Gegner rum. Da hinten ist noch eine Truhe. Aber wir kommen da nicht rüber jetzt. Das heißt, wir müssen schon in die aktuelle Zeit reisen, damit wir hier nach oben kommen. So, in etwa. Und dann hätten wir schon... Ich glaube, dafür müssen wir nochmal zurück. Also nochmal ganz... Was ist denn das hier? Es hat doch nur genug geladen, Mensch. Um die Kiste zu holen, die dort ist, müssen wir nochmal ganz zurück, wie es aussieht. Das heißt, hier hoch. Wenn das jetzt überhaupt noch geht. Ach ja, stimmt. Wir haben ja... Ist ja eigentlich auch kein so weiter Weg. Wir haben ja... die ganzen Türen aufgemacht. Da hatten wir hier noch ein paar zerstörbare Gegenstände. Bla bla. Da können wir nämlich runterklettern. Das hätten wir schon machen sollen, wo wir dort waren. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich tun soll. So, Legionssoldat hinfort. Machen wir die Urnen hier noch kaputt. Das war's. Und dann können wir die Truhe noch holen. Dann müssten wir auch wieder mal alles mitgenommen haben. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. So, hier geht's nach oben. Hu! Ha! Hu! Ha! Puh! Ha! Puh! Ha! Puh! So, jetzt wieder rum auf die andere Seite und wieder zurück in die aktuelle Zeit. Zack. Zack. Und hindurch. Nein. So. Schwuppdiwupp. Und dann hier hoch und durch die Tür durch. Durch diese hier. Einen Abschnitt geschafft. Und aha, aha. Dann müssen wir uns, wie es aussieht, auch ein bisschen beeilen. Ne, man hat ja eigentlich endlich Zeit. Aber wir müssen jetzt hier rüber. Da hoch. Hier summt es wieder so komisch. Aber es ist, glaube ich, nicht das Summen der Steinchen, die wir sammeln müssen. So, dann geht es wahrscheinlich jetzt zu Samael, dass sein Thronsaal ist. Ja, da ist er doch.
So, so. Der feurige Rat schickt also nur einen einzigen Reiter, selbst in die Vergangenheit. Nein, dieser Besuch ist nicht genehmigt. Es weiß niemand, dass du hier bist. Nein, niemand. Gib mir den Schlüssel. Er kann unser Geheimnis bleiben. Traurig. Fehlerhafte Güsse aus einer perfekten Gussform. Absalom war schon immer stärker als der Rest von euch. Du wirst sehen, ich bin stark genug, Samael. Ja, du hast viele Hindernisse überwunden, um hier vor mir zu stehen. Aber manchmal stirbt der Held am Ende doch. Frag deinen Bruder. Gibst du den Schlüssel her, oder muss ich ihn mir nehmen? Reiter, du kennst die Antwort bereits. Ja. Mist. Was passiert denn jetzt? Hui ja. Oh oh. Arschloch. Nicht genug Zorn. Huch, jetzt baut er seine Brücke wieder auf. Und nur? War ich zu langsam? Oh, ich glaube, jetzt rastet er komplett aus. Ich brauche mehr Zorn. Ich glaube, ich will meine Hand haben. Nicht genug Zorn. Mann, ey. Fuck. Fuck. Hui. Interessant. Vielleicht wirst du doch Erfolg haben.
wie auch immer. Es wird großartig. Gibt er mir seinen Schlüssel einfach so? Na gut, von mir aus. Den nehme ich doch ganz gern. So. Nun muss ich aber wieder hier dort durch. Dort durch. So. Jetzt könnte ich ja wieder hier zurückreisen. Aber ich glaube, ich mache das eher so her. Hatte ich nicht hier irgendwo... Hatte ich nicht irgendwo... Na? Noch Heiltränke neben Truhen? Liegen die noch da oder sind die... Sind die verschwunden? Wir hatten doch mal... Truhen aufgemacht, da war links und rechts eine Truhe, da waren nur Heiltränke drin. Die sind auch bestimmt weg. Ne, das war auch nicht hier. Ich muss alleine gehen. Tja, wo war das denn? Naja, wer weiß das schon. Reisen wir einfach zum Baum des Todes. Jawohl. Jawohl, jawohl, ja. Da will ich hin. Hallo, Mr. Krähenvater. Ich habe den Schlüssel, Krähenvater. Dann darfst du endlich den Quell der Seelen betreten. Aber bist du einmal dort, kommst du auf diesem Weg nicht mehr zurück. Ich bin so weit gekommen, Krähenvater. Ich kehre nicht um. Dann sei gewarnt, Reiter des Todes. Eine dunkle Wesenheit bewacht den Quell, und die Saat des Verderbens windet sich darin. Der Quell ist verdorben. Ja, doch nicht auf namenlose Art, wie du es bislang erlebt hast. Nein, das Verderben hat einen Champion erkoren, eine Stimme, die ihren Ruf zum Aufstand erklingen lässt. Dann werde ich das zu Ende bringen, hier und jetzt. Vergiss nicht, was du erfahren hast, Reiter. Verderben ist das Ende aller Dinge, selbst des Todes. Ein Test. Der Baum, die Schlüssel, der Quell. Warum habe ich den Eindruck, dass du mich prüfst? Du prüfst dich selbst, alter Freund. Wegen dem, was du getan hast. Wegen dem, was du tun musstest. Und jetzt... stehst du vor der ultimativen Prüfung. Willst du den Tod bringen? Oder Leben geben? Crazy shit. Verrückt, verrückt. Da gehe ich aber auch noch nicht rein. Erstmal gehe ich noch in die Engelslande. Den dritten... die dritte Gruft für das dritte Kapitel des Buchs der Toten aufmachen. Wupp, 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 wupp. Müssen wir erst noch bei Wulgrim vorbeischauen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Oh doch, ist es sehr wohl.
Los, Pferdchen. So, dann müssen wir zu Wulgrim und dann zu dem Portal. Müssen wir erst ein kleines Stückchen reiten. Ein winzig kleines Stückchen. Winzig, winzig klein, winzig klein, winzig klein. Nun ist auch noch die Frage, ob ich denn nach dem... Quelldingens noch was machen kann. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt noch den... das Labyrinth des Seelenlenkers, bevor wir dann weitergehen. Hierher. Hallo, Wulgrim. Frische Waren. Wir haben... Nee, ich habe da was für dich. Das Kapitel des Buchs der Toten. Jawohl. Ich schätze, das geht in Ordnung. Ich schätze, das geht in Ordnung. Ach so. Ich wollte noch was Besessenes kaufen von dir. Vielleicht hast du noch was Cooles für mich. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze... Du hast eine gute Wahl getroffen. Du hast eine gute Wahl getroffen. Das möchte ich aber auch hoffen. Teuer bezahlt das Ganze. So. Dann müssen wir uns noch fix bis dahin durchschlagen. Ist es ja nicht. Wir müssen ja nur noch bis hin reiten. Ah, hier kommt's schon. Da haben wir's schon. Ich muss alleine gehen. Löp. Und hinein. Komm zu mir, Loot. Todesgruft. Was habe ich jetzt gefunden? Schatzsuche-Talisman. Er besitzt eine unerklärliche Verbindung zum gesamten Schöpfer und kann alles ungewöhnlich wertvolle Schätze zielsicher zu seinem Besitzer heranziehen. Immer wenn der Träger diesen Talisman einem Feind erschlägt, besteht eine geringe Chance, dass ein mächtiger Gegenstand erscheint. Aha. So, was haben wir hier? Reisendengewand. Reisendengewand. Heiltrank, Heiltrank. Oh, da sind noch zwei Münzen. Sollen wir dann gleich noch mitnehmen. So, was haben wir hier? Schönes. Heiltrank. Henkerharnisch. Quälende Clown des Frostes. Unmöglich. Nein, ich möchte gerne die Sensen aufsammeln. Aber es könnte aber ein Zorntrank drin sein, nicht nur Heiltränke. Und wieder nur Heiltränke. Henkereisenschuhe. Und was haben wir hier? Tödliche Handschuhe. So, nehmen wir noch einen Heiltrank mit. Und dann... krallen wir uns noch die zwei Münzen da. So. Damit hätten wir das. Und dann möchte ich bitte... zur Erde möchte ich nicht. Ich möchte zum Baum des Lebens. Ja, bitte. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach das Labyrinth noch. Und... dann hören wir auf. Also machen wir weiter danach dann erst. Hören wir auf. Ja, dann hören wir einfach auf, nachdem wir das Labyrinth gemacht haben. Ich meine, dann gibt es ja nichts mehr Interessantes. Dann, was im Quell der Seelen passiert, ist auch völlig egal. Das ist also wirklich... so. Dann reisen wir nochmal hier... reisen wir nochmal dahin oder gehen wir direkt ins Labyrinth? Ne, wir gehen direkt ins Labyrinth. Obwohl, ne, wir reisen nochmal dahin.
damit wir noch mal unser Zeug verkaufen können. Und ja. Ach so, ich wollte auch noch gucken wegen der Sense, die wir bekommen haben. Die macht fast so viel, wenn wir die aufwerten. Ich denke mal, die kann besser werden. Verbessern. Exekutionschance annehmen. Opfern. Annehmen. Ja. Exekutionschance, ja. Ich wollte auch nochmal durchgucken. Wegen besseren Sachen. Nämlich hier das hier. Ist nämlich besser. So, und hier hatten wir hier was Besseres. Ich hatte das 150 Verteidigung und plus Erfahrung. Lass ich angelegt. Hier haben wir nichts. Auch nichts Besseres. Gut, dann kann ich die verbessern. Und zwar damit. Was nehmen wir jetzt noch dazu? Nehmen wir das. So, Gesundheit, Kraft. Kraft nehmen wir dazu. Dann verbessern. Das bringt was? Opfern. Bringt nicht viel, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Das bringt. Opfern wir das noch und damit, das müsste reichen, genau. Verteidigung, kritischer Schaden, Kraft nochmal, Durchschlagsschaden. Mal kritischen Schaden noch verbessern. Nochmal. Nur noch das und das. Opfern. Opfern. Jetzt haben wir nur noch Sachen, die kaum was bringen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? So. Zorn, Kraft. Mehr Zorn. Oder mehr Gesundheit. Oder mehr Verteidigung. 113 ist ganz schön viel. Ich nehme mehr Verteidigung. So, jetzt können wir die zwar noch einmal verbessern. 180 bis 208. Was hat die? Verteidigung, Feuerschaden, Zorn, Exekutionschance. Ist die eigentlich schon fast besser. Na gut, wir brauchen aber noch irgendwas, womit wir die noch ein bisschen aufwerten können. Irgendwas halbwegs Sinnvolles. So lange verkaufen wir jetzt noch das bisschen alles Crap, was wir haben. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Bei ihm. Ja, weil das bringt uns nicht wirklich was hier. So. Ach komm, und dann kaufen wir doch noch fix. Ich weiß. Unsere Zorntränke. So. Dann können wir uns jetzt aufmachen zum Labyrinth des Seelenlenkers. So. Na, ich treffe heute nicht. Was ist denn da los? Lass mich in Ruhe. Du kannst nicht siegen. Du kannst nicht siegen. Ah, da ging's hoch, ne? Hopp. Dididim. Dididim. Hui. Hui. Ha. Ist schon cool. Zack. So. Damit sind wir jetzt auch wieder hier unten angekommen. Das erste Level hatten wir ja schon geschafft, glaube ich. Ich hoffe, das müssen wir nicht nochmal machen. Das wäre ein bisschen nervig. So, ich werde aber die Geheimnisse auslassen, weil das sind... keine Ahnung. Das dauert sonst einfach viel zu lange, bis ich mich da durchgekämpft habe. Und der bisschen Loot, die Patronen... ja.
Ja gut, dann fangen wir dann in der nächsten Folge an, uns hier ein bisschen durchzukämpfen und mal schauen, wie weit wir kommen. Dann bis zur nächsten Folge.